Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Entschuldigt, dass ich mich jetzt etwas länger nicht mehr gemeldet habe, aber wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich letztens auf Reisen war. Deshalb ganz schnell genie.inabottle auf Instagram followen und dann wisst ihr immer Bescheid, wenn ich irgendwo bin. Ansonsten, heute erzähle ich von dieser Tour. Es war nämlich absurd witzig und ich würde es immer wieder machen. Okay, wir fangen einfach mal an. Und zwar war ich letztens ungefähr 12 Tage auf einer Rallye und die ging hoch zum Nordkap. Und bei dieser Rallye gab es ungefähr 16 Teams und ich gehörte dem Orga-Team bei. Also wir machten so Organisationskram und das heißt, ich gehörte keinem spezifischen Team bei und konnte nicht gewinnen oder verlieren. Aber ich konnte durchaus mit Punkte sammeln bei den Aufgaben, die es zwischendurch gab und konnte meine Punkte dann verschenken an irgendwelche Teams. Am Anfang war das noch so, dass ich bei Team 7, die nannten sich Team Ingwerschott, im Auto saß. Aber Team 7 hat das nicht mehr so lange mitgemacht, das Spielchen. Und zwar war der Fahrer ein eigentlich echt sympathischer Kerl, sage ich mal. Und der hatte halt noch eine Gesundheitsberaterin mit im Auto und mich. Die Gesundheitsberaterin, die musste er mit im Auto haben, weil an der Rallye darf man eigentlich nur zu zweit teilnehmen, weil wir teilweise riesen Strecken hinter uns legen, die man alleine eigentlich nicht fahren kann. Also die erste Etappe, da waren wir über 24 Stunden unterwegs. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren und das ist schon echt krass. Deshalb müssen die Fahrer sich abwechseln und deshalb konnte er ohnehin nicht alleine teilnehmen. Dann war das allerdings so, dass er hatte ein Audi A8 und als wir dann ganz weit oben in Schweden, glaube ich, schon waren, dann ist er doch dreimal mit seinem Auto, dreimal vorne in die Leitplanke rein. Ne? Es war ja noch alles gut, alles schön und gut, weil ne, die Leitplanke, da oben war es so voller Schnee, aber alles schneeweiß und die Leitplanke war halt übersät mit Schnee. Also war ganz viel Schnee und wir sind mehr in den Schnee reingefahren als in die Leitplanke. Einmal vorne rechts, zweimal vorne links und hat schon ein bisschen Rums gemacht, tatsächlich, ja. Aber es ist jetzt nichts Großartiges passiert. Okay, die Stoßstange ist beim dritten Mal vorne so ein bisschen eingerissen, aber ist jetzt nichts Dramatisches passiert. Ja, dann sagte er, der Fahrer halt, ja, das liegt an den Winterreifen, weil vorne die beiden Reifen hätten ja kein Grip mehr und so weiter und so fort. Und dann ist er am nächsten Tag erstmal zur Werkstatt gefahren, während die anderen Rallye-Teilnehmer natürlich weitergefahren mussten. Ne? Die Rallye geht ja weiter, wir können ja nicht auf alle warten. Und er musste dann natürlich sehr, sehr viel aufholen, weil das mit der Werkstatt hat einen unglaublichen Zeitverlust für ihn gehabt. Ich war so froh, dass ich da nicht mehr bei Team Ingwerschott drin saß. Das war nämlich so, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte, in einem Auto zu sitzen, das immer ganz weit hinten ist. Weil Team Ingwerschott hat eigentlich immer das Schlusslicht von der ganzen Rallye gebildet. Und es ging nicht um Schnelligkeit, das stimmt. Die Punkte sammelt man nur in den Aufgaben zwischendurch. Aber so ein bisschen da vorne bei zu sein, macht trotzdem Bock auf jeden Fall. Genau an dem Tag, wo er dann seine Reifen vorne wechseln lassen wollte und total ab vom Schuss war, saß ich in dem Team, das immer als erstes fährt und die hatten richtig Power unterm Tacho. Also das hat richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall der Fahrer von Team Ingwerschott, das hatte man ihm schon angemerkt, nachdem er da dreimal in die Leitplanke gedüst ist. Und man muss sagen, wir hatten noch einen Audi A8 dabei und der ist nicht in die Leitplanke gerutscht. Also war das jetzt ein Fehler des Fahrzeugs oder des Fahrers? Man weiß es nicht. Er war trotzdem sehr lieb. Man kann es nicht anders sagen. Er hat es halt nicht mehr allzu lange mitgemacht. Er hatte halt irgendwann keine Lust mehr, weil es halt doch sehr, sehr, sehr viel Fahrerei war. Wir saßen wirklich jeden Tag bestimmt 10 Stunden im Auto. Wie gesagt, außer am ersten und letzten Tag, weil da auch nachts noch durchgefahren werden musste. Wir haben ja so viele tausende Kilometer zurückgelegt. Das war also bis hoch zum Nordkap halt. Ne? Durch Norwegen, wieder zurück durch Finnland. Es war landschaftlich wunderschön. Ich will auf jeden Fall noch mal hin zurück. Wir haben so viele schöne Landschaften gesehen. Es ist ein Traum gewesen. Auf jeden Fall hatte der Fahrer von Team Ingwerschott nicht mehr so viel Lust auf die Rallye. Und dann kam es so, dass er, sag ich mal, die Rallye frühzeitig abgebrochen hat. Wir hatten in diesen 12 Tagen, glaube ich, 2-3 Tage, wo wir gar nicht Auto gefahren sind. Da hatten wir wirklich Programm, da haben wir richtig geile Sachen gemacht. Wir sind Motorschlitten gefahren, Hundeschlitten und weiß ich nicht was alles. Es war richtig lustig. Abends ging auch immer so ein bisschen Party. Es war richtig witzig und es waren so lustige Leute dabei. Ich kann da nur
mit einem riesen Grinsen dran zurückdenken, was für einen Spaß ich hatte. Ja, dann kam es auf jeden Fall so, die Tage hat er noch mitgemacht und danach ist er dann auf die Fähre und ist dann einfach direkt nach Hause. Also, und er kam dann auch nicht mehr zur Siegerehrung nach Berlin. Zieleinlauf war nämlich in Berlin und dann war noch so ein gemeinsames Abschiedsessen. Da kam er dann auch nicht mehr hin. Das war mir schon klar. Die anderen hatten noch Hoffnung. Ich dachte mir, ne, der kommt nicht mehr wieder. Ich muss sagen, es hat mich dann doch irgendwann gewundert, nach ein paar Tagen fiel mir auf, wenn ich da jeden Tag 10 Stunden im Auto sitze und aus dem Fenster schaue oder so. Mir wurde nicht einmal langweilig. Klar, wir haben uns auch viel unterhalten. Ich saß ja auch in verschiedenen Teams mit dabei. Und die waren echt alle super lieb und nett und so witzig. Ich fand die Rallye echt richtig geil. Aber mir wurde nicht ein einziges Mal langweilig, obwohl man jeden Tag so viel gefahren ist, wurde mir nicht einmal langweilig. Ich fand es einfach so schön und habe mich vollkommen drauf eingelassen. Was auch mega witzig war, war einfach der Veranstalter. Also es gab 2 Veranstalter, aber einer von den beiden war etwas spezieller. Und der ist natürlich sozusagen mein Boss, weil ich bin ja im Orga-Team und organisiere so ein bisschen und er sagt mir dann, wie, wann, was, wo. Und dann einmal, ach so, das war an so einem Tag, wo wir so Eiskart fahren waren und so angeln, Eisangeln. Und dann gab es da so ein Holzhäuschen, sag ich mal, wo Mittagessen vorbereitet wurde. Dann kam ich da hin und sollte so ein bisschen alles schon mal aufbauen, Tellerchen, Besteck und sowas. Und dann der Veranstalter stellt mir so einen riesen Topf hin, ne? So einen riesen Suppentopf und sagt zu mir, komm, stell das mal bitte da ins Feuer, ne? In der Mitte von diesem Holzhäuschen war nämlich so ein riesen Feuer und sagt er, komm, du musst hier die Käsesuppe warm machen, ne? Stell dir mal ins Feuer. Ich nehme den riesen Topf, stell den da auf so ein Ding ins Feuer. Nach 10 Minuten irgendwie sagt er mir, ja, ruf doch mal eben die Gesundheitsberaterin an. Wir brauchen natürlich eine Suppenkelle für die Suppe, ne? Und dann rufe ich die Ernährungsberaterin an und dann sage ich, hör mal, wenn du gleich kommst, kannst du uns doch eine Suppenkelle mitbringen. Ja klar, wozu brauchst du eine Suppenkelle, sagt sie. Ich so, ja, für die Suppe. Ja, welche Suppe denn? Ich so, ja, die Suppe, die im Feuer steht. Die so, das ist keine Suppe, das ist Waffelteig. Ich dachte so, ich guck den Veranstalter an. Ich so, das ist keine Käsesuppe, das ist Waffelteig. Und dann der so, oh ja, was kann ich denn dafür, wenn ich denke, dass das Suppe ist? Das ist schließlich ein riesen Suppentopf. Und ich denk mir, Junge, was ist denn hier? Ich die Suppe, also den Waffelteig wieder raus, ne? Und dann ging das Drama los. Ja, jetzt sind die Waffeln hinüber, die standen jetzt im Feuer, ne? Und dann kam da so eine richtig nette Frau von der Rallye und sagte, ach kommt Jungs, hier ist gar nichts hinüber, bis der Waffelteig mal warm wird in dem Feuer, dauert 2 Stunden. Hat die so eine Kelle von dem Waffelteig genommen, ins Waffeleisen gemacht und ne, zack, drauf. Lämpchen wurde wieder grün, hoch, prima Waffel, fertig. So, dann nimmt sie die nächste Kelle, macht wieder eine Waffel, geht dann aber und dann der Veranstalter steht da, oh, die Waffel brennt an, Hilfe, Hilfe. Und dann kommt da jemand und sagt, wie wär's, wenn du erstmal wartest, bis das Lämpchen grün wird, weil dann ist sie erst fertig. Und er so, oh, ja, also auf die Lämpchen, also auf die habe ich ja jetzt noch nicht geachtet, ne, also, also richtig grandios. Und dann kam irgendwann später die Gesundheitsberaterin mit so einem riesen Bottich von Currywurst. Das hatte sie an dem Morgen extra selbst gemacht. Die Gesundheitsberaterin hat sich generell total viel Mühe gegeben, immer mit Verpflegung für zwischendurch. Ich stehe da mit so einem riesen Topf an Currywurst für 35 Leute und an so einer Herdplatte und rühre das Ganze einfach nur um, damit das gleichmäßig warm wird. So, und dann war das schon genug warm und ich hatte es dann noch auf 80 Grad und es war wie gesagt so ein riesen Ding, also 80 Grad ist ja dann nicht so viel. Und dann bin ich einmal kurz weggegangen, um mir was zu trinken zu holen und dann steht da der Veranstalter, hey, wow, wie geht das denn hier wieder kleiner, das brennt ja gleich an und so. Und ich komme dahin zurück, ich guck den an. Ich so, ja, auf der Herdplatte ist ein Minus, da kann man drauf drücken und dann wird aus der 80 ganz schnell eine 60 Grad, ne? Und ich dachte mir, was ist denn hier los? Also, der ist ja schon anstrengend, also, aber das ist
So witzig, ne? Und oh, was auch eine richtig geile Story ist, als wir Motorschlitten gefahren sind, hatte ich einmal, war ich bei einem hinten drauf. Also das mit dem Motorschlitten, muss ich auch sagen, das war das Geilste, was wir überhaupt gemacht haben. Das hat so viel Spaß gemacht, das hätte ich nie geglaubt, aber niemals. Und zwar sind wir da einen Berg hoch und runter über Stock und Stein, kurvig und Hügel, und du wippst dann auch so richtig krass mit und manchmal einfach nur komplett geradeaus durch den Schnee. Es war so geil und hat so viel Spaß gemacht. Ehrlich, es war richtig, richtig super. Und die Aussichten, die wir dadurch hatten, oh mein Gott. Aber wie gesagt, ich war hinten drauf bei jemandem und dann haben wir einmal getauscht und dann war ich vorne und dann war eine Gerade und ich einfach nur Vollgas gegeben, ne? Das Ding fuhr halt maximal 70. Das hatte der Guide, den wir hatten, uns auch von Anfang an gesagt, dass die nur so 70 fahren, so, ne? So, und dann, wir fahren immer in so Kolonnen, sage ich mal, immer so 8 oder 10 Fahrzeuge. Und dann ab und zu halten wir immer an, um zu gucken, dass alle noch da sind. So, dann halten wir auf der Geraden irgendwann wieder an und mein Vordermann dreht sich um und sagt, ey, Genie, hast du mal den Knopf vorne am Lenkrad gesehen? Ich so, was für ein Knopf vorne am Lenkrad? Der so, guck mal links am Lenkrad, schalt mal von Eco auf Sport. Und dann ich so, oh! Und er so, dadurch wirst du schneller als 70. Und dann mein Hintermann, oh nein, sag ihr das nicht, die braucht nicht schneller werden. Der hatte schon richtig Angst, ne? Ich so, probieren wir mal aus, zack. Und dann richtig Vollgas gegeben, über 100 fährt das Ding dann. Es hat so Spaß gemacht, es war so lustig. Selbst hinten drauf zu sitzen war so lustig. Es war so geil. Und das war sogar der Tag, wo wir dann sogar noch im Eiswasser geschwommen sind. Also die ganz Mutigen, die da unbedingt Lust drauf hatten, die sind dann einfach noch in Badehose oder Badeanzug, ich im Badeanzug, einfach ins Eiswasser gegangen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel Grad das hatte, aber es war sehr, 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 sehr kalt. Aber es war eine Erfahrung wert und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und es war alles richtig cool und es hat alles Spaß gemacht und ich liebe Reisen. Und ja, das war es auf jeden Fall von diesem Video. Ich wünsche euch alles Gute, ein schönes Karnevalsfest und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Genie in a Bottle.